Aber ob das die richtigen Antworten sind, ich glaube es ja nicht. Aber naja, wir probieren es einfach mal aus. Vielleicht funktioniert es ja. Hey, hey, hey! Langsam, bla bla bla. Welche Geld. Harm liebt Geld. Ja, ja, ja. Wie heißt das in der Schmugglersprache? Kann A-Rauken nicht mal seine Boten ordentlich einweisen? Verschwinde, Rotznase. Und lern, wie man als ehrbarer Schmuggler zu reden hat. Oh Mann. Immer diese Sonderwünsche. Gut, fragen wir nochmal vorne den Hannes. Vielleicht kann der uns das ja sagen. Ja. Brauchst du was? Jo. Ganz dringend. Schmugglersprache. Kennst du dich auch mit der Schmugglersprache aus? Ja, sicher. Kannst du mir ein paar Wörter beibringen? Warum nicht? Aber du musst vorher eine Kleinigkeit für mich erledigen. War ja irgendwie schon klar. Zu erledigende Kleinigkeit. Was muss ich tun? Mir bereitet ein kleines Rätsel Kopfschmerzen. Harm und seine Leute machen mit ihrem Schmugglergeschäft einen Haufen Geld. Aber es scheint einfach keinen Umschlagplatz zu geben, an dem das ganze Zeug gelagert wird. Natürlich muss es einen geheimen Platz geben. Und da komme ich ins Spiel. Niemand kennt dich. Du kannst dich freier bewegen. Also finde den Platz. Es muss ein Lager oder etwas Ähnliches mit einem geheimen Zugang sein. Na gut. Moment, das ist noch nicht alles. Auf diesem Umschlagplatz muss es eine Walbeinschnitzerei in Form eines Krakenmolchs geben, die Schmuggler den Walfängern gestohlen haben. Diese Schnitzerei will ich haben. Welch ein Zufall. Ich habe deinen Umschlagplatz entdeckt. Meintest du diesen Krakenmolch? Zeig her. Bitte. Ausgezeichnet. Ganz ausgezeichnet. Ja, er ist wirklich wunderschön. Und jetzt zur Schmugglersprache. Also gut. Ich habe hier einen Zettel. Da sind die wichtigsten Schmugglerbegriffe draufgemalt. Du musst sie nur noch richtig deuten. Wenn das nur ein wertloser Fetzen ist. Was dann? Jetzt nimm schon. Okay. Bis später. Gib auf deinen Rücken Acht. Dann wollen wir doch mal auf diesen Fetzen gucken. Yippie. Okay. Geld. Ist der Schmetterling oder die Motte? Würde ich sagen. Versuchen wir's. Ah, okay, wenn ich Doppelklick mache, scheint er schneller zu gehen, oder? Ja. Ja, hier geht's nicht. So, Wächter, Wächter. Hey, hey, hey. Mal langsam. Gehen wir da kaufen. Harm ist ein... Welche Tiere? Ja, ja. Geld. Harm. Ach, ja, ja. Kann A-Rauken nicht mal sein Verschwinden? Ach, Mist. Und das Ganze nochmal. Harm muss... Gehen wir da kaufen. Welche Tiere? Motten. Harm liebt Motten. Viele Motten. Ja, genau. Letzte Frage. Welchen Wein trinkt der ehrenwerte Harm am liebsten? Ich vergessen zu gucken, was Wasser war. Was war denn das? Das sah, glaube ich, aus wie ein Frosch. Froschwein. Harm trinkt nichts als Froschwein. Ja. Klarer Super. Froschwein, klarer Kopf. Dann lass mich jetzt endlich zu ihm. Die Nachricht ist wichtig. Ja. Zuerst muss ich dich aber nach Waffen durchsuchen. Bekommst du wieder, wenn du rauskommst. Dann zieh mal blank die Taschen. Na, wir haben doch keine Waffen. Ein Bote, ehrenwerter Harm. Er hat eine Nachricht von A-Rauken für euch. Lass ihn rein. Gib auf deine Worte Acht, Kleiner. Oh, klar. A-Rauken schickt dich also. Komm näher. Ich will dich im Blick haben.
Der Riesenbären. Du stinkst. Du stinkst, als hättest du wochenlang in der Wildnis gehaust. Ich kann mir das Badehaus nicht leisten, ehrenwerter Kaufmann. Götter, wie rührend ist die Provinz. Was starrst du so? Ist dir dein kleines Makrelenhirn ins Gedärm gerutscht? Oder stimmt etwas mit meiner Haut nicht? Alles in Ordnung. Es muss das Makrelenhirn sein. Eure Haut ist makellos. Ein kleiner Rat, Gretenfresser. Halt mich nicht zum Narren. Niemals. Hast du verstanden? Du musst blind sein, wenn du nicht siehst, dass ich krank bin. Bist du blind? Nein. Wie heißt du? Geron. Warum trägst du deinen Anker nicht, Geron? Ich wurde bestohlen. Mein Anker wurde gestohlen. Ich wurde überfallen. Wundervoll. Arauken hat mir einen Dummkopf geschickt. Davon weiß ich nichts. Also schön, gib mir die Nachricht. Ha! Die Walfänger wollen noch diese Nacht angreifen? Haben sie nicht gelernt, dass man sterbende Wölfe schlafen lässt? Sollen sie kommen? Das Prisma gehört mir! Geron, warum habe ich dich bei Arauken noch nie gesehen? Wir sind mit der Wahrheit schon so weit gekommen. Wahrheit. Ich bin kein Bote. Die Nachricht habe ich jemandem abgenommen. Ich bin hier, um das Prisma zu stehlen. Ich lache. Und jetzt pass gut auf. Siehst du die Handarmbrust hinter mir? Eine falsche Bewegung und es war deine letzte. Ein unbedachtes Wort und deine Kehle ziert ein Bolzen. Versuch mich zu bestehlen und du wirst gegen die Pforte des Totenreiches pochen und um Einlass betteln. Meine Hand mag zittern, aber auf diese Entfernung treffe ich die Läuse auf deinem Kopf. Glaub mir, Neuling, das Leben ist zu kurz, um mit dem Feuer zu spielen. Das Glück ist eine launige Hure. Okay, Inhalt der Nachricht? Steht etwas Schlimmes in der Nachricht? Was geht dich das an? Sehr viel, Kann ich sonst noch etwas tun? Halte dich in der Nähe, bis meine Antwort an Arauken fertig ist. Wenn du durch diese Tür trittst, wird mein Wächter dich durchsuchen. Also lass deine verdreckten Finger von meinen Schätzen. Ach ja, nimm diesen Anker. Sein erster Träger hatte ein vorlautes Maul. Jetzt braucht er ihn nicht mehr. Steinfiguren? Diese außergewöhnlichen Steinfiguren, die ihr verkauft. Wer stellt die her? Ein außergewöhnlicher Freund. Verstehe. Prisma? Warum wollen die Walfänger dieses Prisma von euch rauben? Es ist der Schlüssel zu einer neuen Welt. Eine Welt des Lichts. Eine Welt der Heilung. Und mehr musst du nicht wissen. Okay. Mittel gegen Ausschlag? Habt ihr kein Mittel gegen den Ausschlag? Lebertran. Die jüngste Wunderkur der Quacksalber. Verzweifelte Hoffnung ist das Brot der Todgeweihten, nehme ich an. Mach dich nützlich und hol meine Flasche aus der Anrichte. Aber klar. Ruft nach mir, wenn ihr mich braucht. Dann spielen wir doch mal den Kriecher und... Soll ich das Fenster aufmachen? Die Luft wird eurer Haut gut tun. Tu, was du nicht lassen kannst. Wir spielen den Gehilfen. Wundervoll. Gröhlende Torwaller. Ich hasse den Norden. Und helfen ihm ein bisschen, um vielleicht dann den Prisma ergattern zu können. Was war da? Loch im Fenster? Warum ist Nori keine kleine Blütenfee? Dann könnte sie... Genau. Holzkästchen, Kerze. Haben wir die jetzt echt geklaut? Truhe? An der Klappe sind Warnglöckchen. Hinterhältig. Okay, das wäre dann nicht so gut. Gut, jetzt haben wir das auch, aber eigentlich wollten wir ja da... Warte mal. Können wir das wieder da hinstellen? Natürlich nicht. Leer, aber schönes Holz. Okay. Eine Flasche dürfte... Lieber dran... Dann füllen wir die... Mir fällt dazu nichts ein. Schade.
Der Anker scheint eine Art aus... Okay. Das gibt noch... Leer, ab! Gut, geben wir dem erstmal hier seinen Lebertran. Euer Lebertran. Danke. Ehrenwerter Harm? Ja? Ruft nach mir, wenn ihr mich... Genug frische... Wenn du das sagst. Okay, das kann ich auf und zu machen. Ah, warte. Glöckchen. Diese albernen Glöckchen sollen nicht das Letzte sein, was ich in diesem Leben höre. Wart's ab. Warte ab, warte ab. Ich hab da eine Idee. Kerze an. Zack. Und das Wachs. Wenn ich die Warnglöckchen mit Wachs vollgieße, klingeln sie nicht mehr. Und dann... Abgeschlossen. Natürlich abgeschlossen. Vielleicht mit dem Anker? Vielleicht. Nein. Nein. Der Schlüssel. Wo könnte der Schlüssel sein? Nee. Wenn wir jetzt zurückgehen... Unsinn. Wird er uns durchsuchen und dann findet er die... das Holzkästchen. Können wir das rausschmeißen? Ja. Können wir. Und die... Wenn ich das Schiff rettet sich Harm mit dem Prisma von Bord und ich sehe beide nie wieder. Okay. Ihm geben? Am besten störe ich. Okay. Sein ganzer Nacken ist blutig geschabt. An seiner Stelle würde ich nicht ständig daran kratzen. Komm, kratz du ihm mal dran. So. Dann gehen wir jetzt wieder raus, oder? Ich drücke nochmal kurz Leertaste. Anrichte, Leber dran. Nö, hier gibt's nichts mehr. Kann man noch einen nehmen? Noch etwas Ja, was soll's. Dann werfen wir die nämlich auch aus dem Fenster. Besser nicht. Okay. Keine Zeit für sowas. Euer Lebertran. Danke. Gut, ihn können wir also mit Lebertran füttern. Gut, jetzt gehen wir erstmal zurück. Hoffentlich gibt es da nicht Ärger wegen der Kerze. So, da unten liegt das Kästchen. Wann wird Harm? Kann ein Weilchen seine Hände. Was wir damit auch immer tun, aber damit können wir Sachen hineinbefördern. Obwohl, nee, können wir nicht. Wäre ja ziemlich doof. So weit weg. Och. Hängematte. Wäre ja ziemlich doof, wenn wir das da reinwerfen und es tut einen Riesenschlag. Fex sei Dank. Aber wir können damit... Wozu? Oder hätten damit den Prisma rausschmuggeln können. Nee, warte mal. Geht das? Loch, Fenster... Keine Zeit... So, warte mal, wenn wir jetzt wieder reingehen und wieder raus. Und der uns mit dem Ding ach. Brennende Kerze. Machen wir jetzt nochmal. Ah, okay. Das liegt dann einfach wahrscheinlich wieder da drin bei ihm. Also raus. Und wir raus und dann nimmt er uns... Besser nicht. Ach, er stellt's da wieder hin, okay.
Er stellt es einfach wieder dahin. So. Dann holen wir uns das Ding mal wieder. Aber was wollen wir damit anfangen? Fex sei Dank. Ja. Was können wir damit nur tun? Ich bin... Nein, ich widerstehe der Versuchung. Genau. Nicht so. Okay, wir brauchen immer noch den blöden Schnaps. Irgendwelche Symbole. Das Schwebende, das Brennende, das Magische. Laut Goswin sind das die sieben Elemente der Feenwelt. Es sind nur drei. Ich muss mal kurz anders hinsetzen. Und gegen das Mikrofon stoßen. Okay. So, wir quatschen nochmal kurz mit Fährmann. Sag mal. Fährmann mit Nuri. Schicken wir sie nochmal ins Badehaus. Kannst du dich bitten, aber du musst nicht gleich wieder... Ach, ich meinte... Ich liebe es zu baden. Immer wieder. Hm. Genau, rein in die Wanne. Zu dir vertrauenserweckenden Kerl. An der Taste, aha. Fährmann? Huh? Nach Angelfragen? Leihst du mir deine Angel? Oh. Also bring... Aha. Mach es gut. Okay. Wir müssen irgendwo Schnaps organisieren. Das kann nicht gesund sein. Da hast ein Orkschädel drauf gemalt. Aber wo? So schwer kann... Bestimmt leichter als... Nur wo? Warte mal, können wir den... Ja. Viel besser. Die Gräten stinken auch nicht so erbärmlich. Okay, jetzt haben wir Fischgräten. Viel besser. Nur was? Genau, dort hinein. Nee, was machen wir damit? Nori angelt mit dem Anker nach dem Schlüssel und ersetzt den Schlüssel mit der Gräte. Eigentlich ganz simpel. Hinge der Schlüssel nicht an Harms geschundenem Hals. Mini-Anker mit Fischgräte, okay. Jetzt muss Nori, während ich Harm ablenke, nur noch heimlich die Gräte mit dem Schlüssel austauschen. Nun ja, alles oder nichts. Hm. So wird... Dann brauchen wir die Nori doch wieder hier.